Hey Leute, willkommen zu einem Review von World Wide Crab zu dem sozialen Netzwerk von Google namens Google Plus. Ich habe mich jetzt hier registriert und mache ein kleines Review dazu. Das ist unsere Stream-Seite. Auf der können wir unsere Beiträge schreiben oder die Beiträge von unseren Freunden oder von unseren Kontakten sehen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier was schreiben, kleiner Test. Können wir dann dazu noch ein Foto hinzufügen, ein Video, ein Link oder unseren Standort. Und danach können wir es teilen. Hier können wir noch entscheiden, für wen es sichtbar ist. Für unsere Freunde, Familien oder Bekannten oder einfach nur öffentlich. Ich mache es jetzt öffentlich und teile es. Jetzt können wir auf 1 plus, also auf plus 1 drücken und kommentieren und teilen. Plus 1 ist wie das Like auf Facebook. Das hat der Google jetzt eingeführt und versucht das ein bisschen durchzusetzen. Und falls es euch gefällt, könnt ihr dann immer auf plus 1 drücken. Aber ich mache das wieder weg. Natürlich kann man auch Beiträge kommentieren. Hier von Holger Klaas, der mich eingeladen hat, kann ich jetzt seinen Beitrag kommentieren. Indem ich hier zum Beispiel schreibe, danke für die Einladung. Und nach Kommentar posten. Und nach noch auf 1 plus, weil es mir gefällt. So. Nun, wenn ich einen Beitrag schreibe, ich nur aber möchte, dass meine Familie es sieht, muss ich natürlich auch erstmal entscheiden, wer zu meiner Familie gehört. Dazu hat Google jetzt ein neues Konzept eingeführt namens Circles. Das sind Kreise, also wie der Name schon sagt. Und dort könnt ihr eure Freunde hinzufügen oder eure Kontakte, die hier sichtbar sind. Bis jetzt habe ich nur einen. Und sagen wir, das ist euer bester Freund, dann könnt ihr ihn hier in Freunde reinschieben. Und dann ist er dort drin. Und wenn ihr ihn dort wieder rausnehmen wollt, könnt ihr ihn so rausziehen. Das Besondere dabei ist, ich habe ihn jetzt erstmal unter netter Kerl, weil ich ihn, er gehört nicht zu meinen Bekannten, zu meiner Familie oder Freunde. Oder ich folge dem nur. Habe ich ihn jetzt erstmal hinzugefügt. Und das Besondere dabei ist, dass ihr jetzt entscheiden könnt hier auf der Startseite, für welchen Kreis dieser Beitrag sichtbar ist. Sagen wir, ich schreibe etwas, was nur meine Familie sehen soll. Mir fällt gerade nichts ein, aber trotzdem sagen wir Familientreffen. Dann kann ich hier entscheiden, es soll nur für meine Familie sichtbar sein. Drücke ich rauf und danach sieht es nur meine Familie und kein anderer Mensch. Also und zu meiner Familie gehören die Leute, die in diesem Kreis drinne sind. Und man kann auch natürlich neue Kreise erstellen. Hier und danach einen Namen einfach hinzufügen, zum Beispiel meine Klasse, damit nur meine Klassenkameraden das sehen. Und dann kann ich hier noch die Person hinzufügen und oder ich erstelle einfach mal einen leeren Kreis. Und dann habe ich hier einen neuen Kreis. Dieses Feature von Google Plus gefällt mir sehr, was natürlich sehr schlecht bei Facebook war, dass jeder deine Beiträge gesehen hat und das haben sie sehr gut hier geregelt und dafür gibt es von mir ein sehr großes Plus. Und wir schauen uns jetzt mal unser Profil an. Hier sehen wir natürlich, was wir alles geschrieben haben über mich, die Fotos, die wir hinzugefügt haben, die Videos und die Plusse, die wir gemacht haben. Jetzt können wir uns auch hier Fotoalben erstellen. Hier können wir auch die Fotos von meinen Kreisen sehen. Leider habe ich noch keine Leute hinzugefügt, die irgendwelche Fotos hochgeladen haben. Deshalb sieht man hier noch keine Fotos. Sonst würde man hier sehen. Und hier sind dann meine Alben, meine Fotoalben. Die Fotos von mir, vom Telefon. Und ja, hier gibt es auch Bilder von Bing. Mein Blog. Hier wird einfach alles hochgeladen. Ein besonderes neues Feature von Google Plus ist Hangout. Bei Hangout könnt ihr mit euren Freunden, wie der Titel schon sagt, abhängen. Also ihr könnt zu 8 oder zu 10 oder zu 12 mit euren Freunden einen Videochat führen. Und je nachdem könnt ihr entscheiden, ob jemand rein darf oder nicht oder aus welchen Kreisen jemand mitmachen darf oder nicht. Und hier könnt ihr dann euer Hangout starten. Bis jetzt habe ich keine Freunde leider und deshalb kann ich auch niemanden oder mit niemandem einen Hangout führen. Und hier braucht man noch ein kleines Plugin, aber das mache ich jetzt nicht. Aber mal ist ein schönes Feature, das man noch nicht gesehen hat. Ein neues Feature von Google Plus ist Sparks. Mit Sparks könnt ihr Feeds von euren Lieblingsthemen erhalten.
Zum Beispiel, wenn ihr sehr an Fußball interessiert seid, klickt ihr einmal auf Fußball und dann erhaltet ihr auch schon die neuesten Informationen, halt die Feeds. Und auch könnt ihr das einfach zu euren Interessen hinzufügen und dort unten erscheint es. Und so könnt ihr auch mit euren Freunden über bestimmte Themen wie zum Beispiel Fußball sprechen. Die können dann sehen, was für Sparks ihr habt und ihr könnt auch die Sparks von euren Freunden sehen und da könnt ihr dann über die einzelnen Themen euch unterhalten. So, das war mein Reveal zu Google Plus. Falls es euch gefallen hat, abonniert mich, kommentiert das Video und ich werde noch ein kleines Giveaway machen für ein paar Einladungen. Und das war's jetzt von mir, bis zum nächsten Mal.